heute hier erklären, wie ein Fensterkit anzubringen. Und für manche Leute, das ist echt eine Geduldsprobe. Aber ich probiere es ganz einfach zu erklären. Ein Fenster, in diesem Fall ein sehr hohen Fenster, man muss den Klebeband sozusagen auf den Außenrahmen nach Maß hier schneiden, den Innenrahmen bringen und hier lang den Innenrahmen und genau spiegelseitig auf den Außenrahmen bringen. So quasi wird dann einfach diese ganze Reihe hier entlang geklebt, bis ungefähr hier. Standardfensterkit ist immer 1 Meter Länge, 2 Meter in die Höhe und 1 Meter in der Länge. In diesem Fall jetzt haben wir ein bisschen kleinere Fenster. So, das Fensterkit kommt so an mit einem Klettverschluss. Die habe ich schon verklebt. Und dann den Fensterkit. Die wird dann so ausgerollt. Da haben wir die Hälfte Punkt sozusagen. Das ist genau in die Mitte gefaltet. Und dann, wo ist ungefähr die Hälfte des Fensters? Ist hier. Also wir jetzt haben gespaltet. Und man zieht einfach die Linie so hoch. Man zieht das auch hier lang. Und dann sieht es beide ziemlich gut hängen. Und dann oben verlängern das einfach und dann, was sehr wichtig ist, man nimmt einen Finger so und man macht sozusagen den 90-Grad-Bogen da. So gefaltet in den Finger, ich zeige das nachher, einfach hier lang gezogen. Und dann nehmen wir die innere Seite, verkleben das so. Und hier nochmal machen wir den 90 Grad einfach so mit dem Daumen hochziehen und einfach so lang ziehen. Jetzt, nachdem man baut ein Fensterkit an, wie man ein Fenster schließt mit einem Fensterkit. So, einfach die Fensterkit aufmachen, den Schlauch hier nach außen fangen, nach außen tun, hier zumachen, Henkel nehmen und dann hier oben ziehen, dass er nicht einklemmt. Einfach alles rausziehen, dass alles schon frei ist. Zuschließen. So einfach ist es. Oder man kann sogar den Fenster auch kippen. Mit Fensterkit geht auch. Ich kann beides machen.